Hallo, moin moin, hier ist wieder Jörg mit einem neuen Video von Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit. Wir lesen heute weiter in dem Buch von Babylon nach Rom und gehen weiter in dem Untertitel Der große rote Drache, wo wir ja letztes Mal ganz interessant angefangen haben. Und es bleibt interessant, das kann ich euch versichern. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich weiß nicht, ob ich das Kapitel bis zum Ende schaffe in einer Stunde, aber ich werde es mal probieren. Muss ich mich vielleicht mit meinen Kommentaren ein wenig zurückhalten. Und ich habe noch mal den Tipp bekommen, dass ich ein bisschen zu schnell spreche. Also ich muss probieren, langsamer zu sprechen, dass mich die Leute besser verstehen können. Das fällt mir immer so schwer, wisst ihr, wenn mir die Gedanken in den Kopf schießen zu Kommentaren und solche Sachen, dann muss ich das rausschmeißen und das ist dann oftmals ein bisschen zu schnell. Also Entschuldigung dafür. Ich werde versuchen, in einem normalen Tempo zu lesen. Ja, letztes Mal hatten wir aufgehört, unten im letzten Paragraphen der Seite 212, aber ich gehe noch mal eben ein paar Sätze zurück, um uns da wieder reinzubringen in die Geschichte des großen roten Drachens. Die Brahmanen sagen, dass in einer Zeit, die sehr weit in der Vergangenheit liegt, einer der Götter mit solch einem unerträglichen Glanz strahlte und durch seine glänzenden Strahlen heller als 1000 Welten Elend über das Weltall brachte. Dass die Folgen höchst verheerend gewesen wären, wenn nicht ein anderer, mächtigerer Gott eingegriffen und ihn geköpft hätte. In den druidischen Triaden der alten britischen Barden gibt es einen deutlichen Bezug zu demselben Ereignis. Sie sagen, zu Urzeiten sei ein Feuersturm aufgekommen, der die Erde zum großen Meer zerspaltete, dem niemand entging, außer der auserwählten Gruppe, zusammen in der Einzäunung mit der starken Tür. Da habe ich, glaube ich, den Kommentar gebracht, dass das doch wohl sehr stark an die Geschichte Noah erinnert, nicht wahr? Mit dem großen Patriarchen, der für seine Rechtschaffenheit bekannt war, das heißt offensichtlich mit Sem, dem Anführer der Gläubigen, die ihre Rechtschaffenheit bewahrten, dass so viele im Glauben und guten Gewissen Schiffbruch erlitten. Diese Erzählungen weisen alle auf ein und dieselbe Epoche hin und zeigen, wie mächtig diese Form des Abfalls tatsächlich gewesen war. Das päpstliche Fegefeuer und die Feuer der Sankt Johannisnacht, die wir bereits behandelten, sowie viele andere Fabeln oder Praktiken, die es noch immer gibt, sind nur Relikte des gleichen alten Aberglaubens. Nun kann man hier feststellen, dass der große rote Drache oder die große feurige Schlange vor der Frau mit der Krone von 12 Sternen steht, das heißt der wahren Gemeinde Gottes, Zitat, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen, Ende Zitat. Das nun steht in exakter Übereinstimmung mit dem Charakter des großen Hauptes des Systems der Feueranbetung. Nimrod, der Stellvertreter des verzehrenden Feuers, dem Menschen und insbesondere Kinder geopfert wurden, wurde als der große Kinderfresser betrachtet. Obwohl er bei seiner ersten Erhebung zum Gott selbst als Ninos, das Kind, ausgegeben wurde, war er als der erste Mensch, der vergottet wurde, natürlich der eigentliche Vater aller babylonischen Götter. Hört ihr? Aller babylonischen Götter. Alle Götter, die nicht beschrieben sind in der Bibel, also der Vater und der Sohn, alle anderen sind babylonischen Götter und alle Götter kommen aus Babylon. Und daher wurde er anschließend weltweit als solcher betrachtet. Als Vater der Götter wurde er, wie bereits gesagt, Kronos genannt. Und jeder kennt die klassische Geschichte von Kronos. Er verschlang seine Söhne, sobald sie geboren waren. Derart ist die Analogie zwischen Typus und Antitypus. Diese Sage hat eine weitere und tiefere Bedeutung. Doch auf Nimrod, den Gehörnten angewendet, bezieht sie sich eben auf die Tatsache, die ihm als Stellvertreter des Moloch oder Baal Kinder die annehmbarsten Opfer auf seinem Altar waren. Zu diesem Thema liefern die Berichte der Antike reichliche und traurige Beweise. Die Phönizier, so schreibt Eusebius, opferten jedes Jahr ihre geliebten und eingeborenen Kinder dem Kronos oder Saturn. Und die Bewohner von Rhodos taten oft auch das Gleiche. Diodorus Siculus legt dar, die Karthager hätten bei einer Gelegenheit, als sie durch die Sizilianer belagert wurden und schwer bedrängt waren, eilig
Zitat, 200 ihrer vornehmsten Kinder ausgewählt und sie öffentlich geopfert. Ende Zitat. Für diesen Gott, um, wie sie meinten, ihren Fehler zu berichtigen, dass sie in dieser Hinsicht etwas von dem alten Brauch Karthagos abgewichen waren. Wir haben allen Grund zu glauben, dass dieselbe Praktik in unserem Land, also England, zur Zeit der Druiden weiter bestand, denn wir wissen, dass sie ihren blutrünstigen Göttern Menschenopfer darbrachten. Es ist erwiesen, dass sie ihre Kinder für Moloch durchs Feuer gehen ließen. Und dadurch ist es höchst wahrscheinlich, dass sie sie auch opferten. Denn bei einem Vergleich von Jeremia 32, Vers 35 und Kapitel 19, Vers 5, stellen wir fest, dass diese beiden Dinge zu ein und demselben System gehörten. Dann lesen wir doch mal eben die Bibelzitate. Jeremia Kapitel 32, Vers 35 und Kapitel 19, Vers 5. Zitat. Sie haben dem Baal Höhen gebaut im Tal Ben Hinnom, um ihre Söhne und Töchter dem Moloch zu verbrennen, was ich ihnen nicht geboten habe und das mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben, um Juda zur Sünde zu verführen. Sie haben auch Baals Höhen gebaut, um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer mit Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten und wovon ich nichts gesagt und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Ende Zitat. Welcher Gott ist hier bitteschön grausam? Der Gott der Bibel oder der Gott aus Babylon, der keiner ist? Der Gott, den die Druiden verehrten, war Baal, wie es die lodernden Baalsfeuer zeigen. Und der zuletzt zitierte Abschnitt beweist, dass dem Baal Kinder geopfert wurden. Wenn so die Frucht des Leibes geopfert wurde, dann wegen der Sünde der Seele. Und es war ein Grundsatz des mosaischen Gesetzes, zweifellos vom Glauben der Patriarchen abgeleitet, dass der Priester essen musste, was auch immer als Sündopfer dargebracht wurde, wie wir nachlesen können im 4. Buch Mose, in dem Kapitel 18, in den Versen 9 und 10. Zitat. Das sollst du haben vom Hochheiligen, vom Feuer des Altars, alle ihr Opfer samt allen ihren Speisopfern und Sündopfern und Schuldopfern, die sie mir bringen, sollen dir und deinen Söhnen hochheilig sein. An einem hochheiligen Ort sollst du es essen. Was männlich ist, mag davon essen, denn es soll dir heilig sein. Ende Zitat. Aber nicht von Menschenopfern gesprochen, ne? Es wurde daher von den Priestern Nimrods oder Baals notwendigerweise gefordert, von den Menschenopfern zu essen. Und so kam es, dass Kanabaal, das heißt Baals Priester, in unserer eigenen Sprache zum feststehenden Ausdruck für jemand wurden, der Menschenfleisch verzehrt. Nun, vom Historiker Castor erfahren wir, dass die Zyklopen unter Bel oder Belos, das heißt Baal, lebten. Und der Skoliast von Aeschylus stellt fest, dass diese Zyklopen die Brüder von Kronos waren, der ebenfalls Baal oder Bel oder Baal war, wie bereits gesagt auf Seite 41 in diesem Buch. Das Auge an ihrer Stirn zeigt, dass dieser Name ursprünglich ein Name des großen Gottes war, denn in Indien und Griechenland wird dieses Auge als Merkmal der höchsten Gottheit angesehen. Dann waren die Zyklopen Stellvertreter dieses Gottes, mit anderen Worten Priester, nämlich Priester Bels oder Baals. Nun, diese Zyklopen waren wohl bekannt als Kannibalen, Zitat, um die Riten der Zyklopen zurückzubringen, Ende Zitat, refere Ritus Cyclopum, was bedeutet, die Praktik wiederzubeleben, Menschenfleisch zu essen. Ich kann nicht umhin, um hier einen kurzen Kommentar einzuwerfen, der vielleicht die Leute mal ein wenig zum Nachdenken bringen sollte. Was wir jetzt gerade eben gelesen haben, das wirft doch ein verständliches Licht auf die verschiedenen Behauptungen und Vorwürfe im Internet und in Büchern, dass bei satanischen Ritualen unter anderem im Vatikan Kinder geopfert und gegessen werden. Jeder, der solche Behauptungen als puren Schwachsinn oder Verschwörungstheorien abtut, kann durch das Studieren der Herkunft dieser Religionen, wie in diesem Buch deutlich zu erkennen ist,
dass dies schon immer der Fall war und der Ursprung eben in Babylon zu finden ist. So schwer es auch sein mag, sich solche Dinge als normaler Mensch vorzustellen, sind diese Bräuche, Rituale, Zeremonien und Traditionen deutlich an verschiedenen Stellen in der Geschichte, auch außerhalb der Bibel, festgehalten. Das muss man sich immer vor Augen führen. Aber ich weiß, auch wenn ich solche Videos kriege, wenn sie sagen, von satanisches Ritual im Vatikan, Kinderopfer und alles und drum und dran und Blutopfer, man will sich das als Christ nicht antun. Man verschließt da im Grunde vor die Augen, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass Menschen so grausam sein können. Aber was tun die Menschen nicht alles im Namen der Religion? Was tun die Menschen nicht alles im Namen ihres sogenannten Glaubens? Und das ist doch, wo wir bibeltreue Christen uns wieder einmal 180 Grad entgegengestellt zeigen von dem, was im Allgemeinen in solchen Religionen stattfindet. Ist es jetzt der Islam oder der Katholizismus? Es sind beides blutige Religionen, die dazu aufrufen, die Ungläubigen, die Infidels oder die Heretiker umzubringen, auszulöschen. Und da gehe ich natürlich auch noch später in meinem Jesuiten-Eid-Video drauf ein, wenn ich das irgendwann mal fertig bekomme. Die Übersetzung, da werde ich den Andreas erst darum bitten, dran zu arbeiten, wenn Herrscher des Bösen erledigt ist. Und da ist er noch ein paar Kapitel von weg. Aber was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, sollte man sich wirklich mal ein wenig einsinken lassen. Es gibt diese Dinge, auch wenn sie so furchtbar und grausam sind, dass wir sie uns eigentlich a. nicht vorstellen können und b. nicht vorstellen wollen. Aber der Mensch ist ein furchtbar grausames Wesen, wenn er nicht den Geist Gottes in sich hat. Und wir müssen gar nicht mal jetzt von irgendwelchen Kinderopfern hier sprechen. Lasst uns einfach von den aufgezeichneten, geschichtlichen, historisch bewiesenen Fakten sprechen, die unter anderem in Acts and Monuments, besser bekannt als Fox's Book of Martyrs, bekannt ist. Die Verfolgung Andersgläubiger oder besser gesagt Bibelgläubiger im dunklen Mittelalter. Und ihr kennt ja sicher vielleicht auch meinen Song, den ich immer spiele zum Anfang von jeder Show von Hour of the Truth, den ich den Inquisition Song nenne. Mindestens 50 Millionen Menschen, Männer, Frauen und Kinder, wurden mehr oder weniger geopfert, abgeschlachtet im dunklen Mittelalter, weil sie an die Bibel glaubten, weil sie an den Jesus der Bibel glaubten und weil sie ihren Glauben ausgelebt haben. Mindestens 50 Millionen. Und dann sprechen wir von der Zeit. Wie viele Millionen Menschen haben sie nicht nach der Zeit umgebracht, durch Mittel des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die Arbeitslager und die ganzen Konzentrationslager, die später in Russland entstanden, wovon heute kein Mensch mehr spricht? Die Millionen von Menschen, die umgebracht wurden durch Mao Zedong in China. Die Millionen von Kindern, die sie da umgebracht hatten, weil sie die Ein-Kind-Politik durchsetzen wollen. Die Millionen und Abermillionen von Kindern, die abgetrieben werden durch den Gebrauch der Antibabypille, wo ich ja in anderen Sendungen schon mal drauf eingegangen bin, wie das eigentlich funktioniert und dass diese Antibabypille keine Anti-Empfängnispille ist, sondern dass die Empfängnis stattfindet und damit Leben stattfindet, nur das sich Befestigen am Uterus verhindert wird durch diese Antibabypille. Also Frauen, ohne euch jetzt einen Vorwurf zu machen, weil die meisten wissen es ja nicht, sind sie ja gar nicht von bewusst, aber die Antibabypille gebrauchen, begehen ständig Massenmord. Und wir lesen dann hier von diesen Ritualen, von diesen Zeremonien, von den Bräuchen, die damals die Heiden begangen haben und die heute dieselben Heiden immer noch begehen. Nur
weil sie sich den Mantel des Christentums umgehängt haben, sind sie noch immer Heiden. Wenn sich ein Wolf ein Schafsfell überzieht, bleibt er ein Wolf. Aber gut, gehen wir weiter in dem Buch. Es wurde daher von den Priestern Nimrods oder Baals notwendigerweise gefordert, von den Menschenopfern zu essen. Und so kam es, dass Kana Baal, das heißt Baals Priester, in unserer eigenen Sprache zum feststehenden Ausdruck für jemanden wurde, der Menschenfleisch verzehrt. Kana Baal ist die Basis von dem Wort Kannibal, das wir kennen. Nun, die alten Überlieferungen berichten, dass die Abgefallenen, die sich dem Aufstand Nimrods anschlossen, gegen die Gläubigen unter den Söhnen Noahs Krieg führten. Die Feueranbeter waren in Macht und Anzahl überlegen. Ja, die Mehrheit ist immer diejene, die auf der Seite des Antichristen steht. Das war schon immer so, das ist heute so und das wird auch immer so sein. Doch hinter Sem und den Gläubigen stand die mächtigste Kraft des Geistes Gottes. Daher wurden viele gefangen in ihrem bösen Lebenswandel, ihrer Sünde überführt und der Sieg war, wie gesagt, auf der Seite der Heiligen. Die Macht Nimrods fand ein Ende und somit eine Zeit lang auch die Verehrung der Sonne und der damit in Verbindung stehenden feurigen Schlange. Jetzt muss ich noch mal kurz in eine Fußnote von Alexander hier eintauchen. Die Kriege der Riesen gegen den Himmel, die alte heidnischen Schreiber erwähnen, bezog sich in erster Linie auf diesen Krieg gegen die Heiligen. Denn Menschen können nicht gegen Gott Krieg führen, außer indem sie das Volk Gottes angreifen. Der alte Schreiber Eupolemos von Eusebius zitiert sagt, dass die Erbauer des Turms zu Babel diese Riesen waren. Und diese Aussage läuft nahezu auf dasselbe hinaus wie die Schlussfolgerung, zu der wir bereits gekommen sind. Denn wir stellten fest, dass die gewaltigen Nimrods die Riesen der Vorzeit waren. Und wenn ihr das gerne nochmal bestätigt wissen möchtet, dann seht euch dazu nochmal das Video an von Babylon nach Rom, das Kind in Ägypten und Griechenland, Kapitel 2, Teil 2, B und C. Den Link werde ich nochmal hier in die Beschreibungsbox des Videos einarbeiten, aber ihr findet das natürlich in der Spielliste von Babylon nach Rom sowieso zurück. Epiphanius berichtet, dass Nimrod ein Rädelsführer unter diesen Riesen war und Verschwörung, Aufruhr und Tyrannei herrschten unter ihnen. Notwendigerweise mussten die Gläubigen am meisten gelitten haben, da sie seinen ehrgeizigen und frevelhaften Plänen am meisten im Wege standen. Es gibt bereits mehr als hinreichende Gründe zu schließen, dass Nimrods Herrschaft in einer sehr bekannten Katastrophe endete. Folgende Aussage von Sincellus bestätigt die Schlussfolgerung hinsichtlich der acht dieser Katastrophe, zu denen wir bereits kamen. Sincellus schreibt, dass der Plan des Turmbauens aufgehalten wurde und fährt fort, Zitat: Doch Nimrod wollte weiterhin hartnäckig bleiben, als die meisten anderen Turmerbauer zerstreut wurden und an diesem Ort wohnen. Er konnte auch nicht vom Turm abgezogen werden, da er immer noch den Befehl über eine nicht zu verachtende Menschentruppe hatte. Daraufhin wich, wie man uns sagt, der Turm zurück, der durch heftige Winde gerüttelt wurde und zerschmetterte ihn durch das gerechte Gericht Gottes in Stücke. Ende Zitat. Obwohl dies nicht buchstäblich wahr sein konnte, da der Turm viele Jahre stand, liegt darin doch eine beträchtliche Menge an Überlieferung, nämlich dass der Turm, auf den Nimrod stolz war, durch Wind umgestürzt wurde. Man kann daher vermuten, dass diese Geschichte, wenn sie richtig verstanden wird, eine wahre Bedeutung barg. Nimmt man sie bildlich und erinnert sich, dass dasselbe Wort, das Wind bedeutet, auch Geist Gottes meint, so wird es höchstwahrscheinlich, dass die Bedeutung die ist, dass sein stolzer und ehrgeiziger Plan, durch den er in der Sprache der Schrift versuchte, zum Himmel hinaufzusteigen und seinen Wohnsitz mitten unter den Sternen aufzurichten, eine Zeit lang durch den Geist Gottes zunichte gemacht wurde, wie wir bereits feststellten, und dass er dabei selbst umkam. Vergleiche hierzu nochmals mit Jesaja, Kapitel 14, Vers 12, und siehe dies im nun übertragenen Sinne auf der Erde.
Nun, wir fahren fort. Die Macht Nimrods fand ein Ende und somit eine Zeit lang auch die Verehrung der Sonne und der damit in Verbindung stehenden feurigen Schlange. Es war genauso, wie es hier hinsichtlich des Antitypus heißt in der Offenbarung Kapitel 12, Vers 9, Übersetzung aus dem Englischen, Zitat: Der große Drache, die feurige Schlange, wurde aus dem Himmel auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Ende Zitat. Das heißt, das Haupt der Feuerverehrung und all seine Verbündeten und Untergebenen wurden von der Macht und Herrlichkeit, zu der sie erhoben worden waren, heruntergestürzt. Das war die Zeit, als die ganze Götterwelt des klassischen Pantheons Griechenlands genötigt war, zu fliehen und sich vor dem Zorn ihrer Gegner zu verstecken. Zu dieser Zeit wurden in Indien Indra, der König der Götter, Surya, der Gott der Sonne, Agni, der Gott des Feuers, und der ganze Volkshaufen des hinduistischen Olympus aus dem Himmel getrieben. Sie wanderten über die Erde oder versteckten sich in Wäldern, untröstlich und im Begriff, vor Hunger zu sterben. Zu der Zeit wurde auch Phaeton durch den höchsten Gott heimgesucht, als er den Sonnenwagen fuhr und dabei war, die Welt in Brand zu setzen, und wurde kopfüber auf die Erde geworfen, während seine Schwestern, die Töchter der Sonne, ihn untröstlich beweinten, wie die Frauen um Tammuz weinten. Zu der Zeit, wir haben nun genug Hintergrundwissen, um das zu erkennen, wurde auch Vulcanus oder Molkgeber, der klassische Feuergott, so schimpflich aus dem Himmel geschleudert, wie er selbst bei Homer im Zusammenhang mit dem Zorn des Königs des Himmels berichtet, womit in diesem Fall der höchste Gott gemeint sein muss. Zitat von dem Werk von Homer. Ich spürte seine unvergleichliche Macht, kopfüber aus ätherischer Höhe herabgestürzt, den ganzen Tag lang in schnellen Kreisen umhergeworfen, berührte ich auch bis Sonnenuntergang nicht den Boden. Atemlos fiel ich, in schwindeliger Bewegung verloren. Die Sintier hoben mich an der Küste von Lemnos auf. Ende Zitat. Die Zeilen Miltons über denselben Sturz, wenn er ihn auch in anderer Weise anwendet, beschreiben noch besser, wie groß das Herabstürzen war. Zitat: Im ausonischen Land wurde er Mulkiber genannt, und man erzählte sich, wie er vom Himmel fiel, vom zornigen Jupiter direkt über den kristallenen Zinnen herabgeworfen, fiel er vom Morgen bis zum Mittag, vom Mittag bis zum Tau des Abends eines Sonnentages. Und bei Sonnenuntergang fiel er vom Zenit wie ein stürzender Stern herab auf Lemnos, die Insel der Ägäis. Ende Zitat. Diese Worte zeigen sehr eindrucksvoll den schrecklichen Fall Molkgebers oder Nimrods, des gewaltigen Königs, als er plötzlich von der Höhe seiner Macht herabgeworfen und ihm gleichzeitig sein Königreich und sein Leben genommen werden. Die griechischen Dichter sprechen vom Sturz des Vulkanus. In einem Fall wurde er durch Jupiter, im anderen durch Juno herabgeworfen. Jupiter warf ihn wegen Aufruhrs herab. Bei Juno war einer der Gründe, weshalb er es tat, seine Missbildung, also seine Hässlichkeit. So lesen wir das in Homer in der Hymne an Apollo. Wie genau stimmt dies mit der Geschichte Nimrods überein? Zuerst wurde er persönlich heruntergeworfen, als er durch göttliche Autorität getötet wurde. Dann wurde er in Effigy, das heißt ein gleichendes Bildnis, eine Statue, durch Juno heruntergeworfen und entehrt, als sein Bildnis von den Armen der Himmelskönigin abgenommen wurde, um dem hellhäutigeren Kind Platz zu schaffen, wie wir bereits auf Seite 69 lasen, wo immer die Tatsache, dass Nimrod ein Schwarzer war, als Hindernis für seine Verehrung betrachtet wurde, wurde dieses sehr leicht beseitigt. Gemäß der chaldäischen Lehre der Seelenwanderung war es lediglich nötig zu lehren, dass Ninos in der Person eines nachgeborenen Sohnes mit heller Hautfarbe wiedererschienen war, der übernatürlich von seiner verwitweten Frau geboren wurde, nachdem der Vater in die Herrlichkeit eingegangen war. Nun, die prophetische Anrede Jesajas an den König von Babylon enthält eine sehr offenkundige Anspielung auf diesen Sturz, als er über seinen nahen Fall jubelt. Zitat: Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn der Morgenröte? Ende Zitat.
Der babylonische König gab vor, ein Stellvertreter Nimrods bzw. Phaethons zu sein. Und mit diesen Worten teilt ihm der Prophet mit, dass er ebenso wie der Gott, dessen er sich rühmte, von seinem hohen Sitz herabgeworfen werden sollte. In der klassischen Geschichte wird gesagt, Phaethon sei durch einen Blitzstrahl umgekommen. Und wir werden nach und nach sehen, dass Äskulap den gleichen Tod erlitt. Doch der Blitzstrahl ist eine reine Metapher für den Zorn Gottes, unter dem sein Leben und sein Reich ihr Ende fanden. Wenn man die Geschichte untersucht und die bildliche Darstellung einmal wegnimmt, stellt sich heraus, dass er gerichtlich mit dem Schwert erschlagen wurde, wie bereits festgestellt. Dazu muss man nochmal schauen in Seite 64 bis 67 in diesem Buch. Obwohl allgemein gesagt wird, Orpheus sei in Stücke gerissen worden, erzählte man sich von ihm auch, dass er durch einen Blitzstrahl umgebracht worden sei. Als Zoroaster starb, soll er nach der Sage auch durch einen Blitzstrahl getötet worden sein. Und daher wird in Übereinstimmung mit dieser Sage auch erzählt, er habe seinen Landsmännern aufgetragen, nicht seinen Körper, sondern seine Asche aufzubewahren. Der Tod durch Blitzstrahl ist jedoch offensichtlich nur ein Bild. So ist die Sprache der Prophetie. Und so genau entspricht sie dem Charakter, den Taten und dem Schicksal des alten Typus. Wie passt sie nun zu dem Antitypus? Konnte die Macht des heidnischen kaiserlichen Roms, jener Macht, die zuerst die Gemeinde Christi verfolgte, die durch ihre Soldaten um das Grab des Sohnes Gottes selbst stand, um ihn zu verschlingen, wenn es möglich gewesen wäre, als er als der Erstgeborene von den Toten offenbart werden sollte, um alle Völker zu weiden, durch eine feurige Schlange dargestellt worden sein? Jetzt weichen wir nochmal eben in eine größere Fußnote von Alexander ab, um das näher zu erläutern. Erstens. Die Geburt des Knaben, wie sie oben wiedergegeben wurde, unterscheidet sich von dem, was gewöhnlich darüber gesagt wird. Der Leser möge jedoch darüber nachdenken, ob die von mir gegebene Sichtweise nicht all den Erfordernissen des Falls entspricht. Ich denke, nur wenige werden der Meinung Eliots zustimmen, Eliot von Horae Apocalypticae, die im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass der Knabe Konstantin der Große war. Und dass sich die Aussage, dass das von der Frau unter solch qualvollen Schmerzen geborene Kind zu Gott und seinem Thron entrückt wurde, sich darin erfüllte, dass sich das Christentum in seiner Person auf den Thron des kaiserlichen Roms niederließ. Als Konstantin zur Herrschaft kam, wurde der Gemeinde, wie in Daniel Kapitel 11, Vers 34 vorhergesagt, Zitat, und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen, und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Ende Zitat. Tatsächlich mit einer kleinen Hilfe geholfen. Doch das war alles. Das Christentum Konstantins war jedoch von sehr zweifelhafter Art, da doch die Heiden darin nichts fanden, das sie störte. Lediglich sollte er nach seinem Tode unter ihre Götter eingereiht werden. Doch auch wenn es besser gewesen wäre, ist die Beschreibung des Kindes der Frau bei weitem zu edel für Konstantin oder irgendeinen christlichen Herrscher, der ihm auf dem Kaiserthron folgte. Der Knabe, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab, ist unzweifelhaft Christus, wie wir sehen können in Psalm Kapitel 2, Vers 9, also im zweiten Psalm, Vers 9, und auch in Offenbarung Kapitel 19, Vers 15. Hier folgen die beiden Zitate. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und aus Offenbarung. Und aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert, dass er die Heiden damit schlage, und er wird sie mit eisernem Stabe weiden, und er tritt die Weinkelter des grimmigen Zornes des allmächtigen Gottes. Ende Zitat. Wahre Gläubige, die in einem untergeordneten Sinne eins sind mit ihm, haben an dieser Ehre teil, wie wir in Offenbarung 2, Vers 4, 27 nachlesen können. Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen habe. Aber Christus allein im eigentlichen Sinne gehört dieses Vorrecht, und ich denke, dass es offensichtlich ist, dass hier auf seine Geburt Bezug genommen wird. Aber die, die um diese Sichtweise kämpfen,
tun ihrer Sache Unrecht, wenn sie meinen, dieser Abschnitt beziehe sich auf seine buchstäbliche Geburt in Bethlehem. Als Christus in Bethlehem geboren wurde, versuchte Herodes zweifellos, ihn zu beseitigen, und Herodes war ein Untertan des Römischen Reiches. Aber dass er es tat, geschah nicht aus irgendeiner Achtung vor dem Cäsar, sondern einfach aus Angst vor der Gefährdung seiner eigenen Würde als König Judäas. Der Cäsar sympathisierte so wenig mit dem Kindermord in Bethlehem, dass berichtet wird, Augustus habe bemerkt, als er davon hörte, es wäre, Zitat, besser Herodes Schwein zu sein als sein Kind, Ende Zitat. Auch wenn man zugebe, dass Herodes blutiger Versuch, den jungen Heiland zu beseitigen, durch den römischen Drachen symbolisiert wurde, der, Zitat, bereit stand, um das Kind zu verschlingen, sobald es geboren wäre, Ende Zitat, was konnte dann bei der Aussage entsprechen, dass das Kind, Zitat, zu Gott und seinem Thron entrückt wurde, Ende Zitat, um es vor dem Drachen zu retten. Die Flucht von Josef und Maria mit dem Kind nach Ägypten könnte einer solchen Ausdrucksweise nie gerecht werden. Ferner sollte man besonders beachten, dass der Herr Jesus in Bethlehem in einem sehr wichtigen Sinne nur als König der Juden geboren wurde. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist, war die Nachfrage der Weisen, die aus dem Osten kamen, um ihn zu suchen. Sein ganzes Leben lang trat er in keiner anderen Eigenschaft auf, und als er starb, lautete die Inschrift an seinem Kreuz: Dies ist der König der Juden. Und nicht Inri, I-N-R-I, wie immer fälschlicherweise dargestellt wird. Die Aufschrift war selbst in drei Sprachen zu finden, wie wir in Johannes Kapitel 19 nachlesen können, und zwar aus dem Vers 19 und 20. Zitat: Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache geschrieben. Ende Zitat. Nun, dies war kein Zufall. Paulus sagt uns, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Wie wir nachlesen können, unter anderem eben auch hier in Römer, Kapitel 15, Vers 8. Zitat: Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Ende Zitat. Unser Herr selbst erklärte deutlich das Gleiche. Zitat: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Ende Zitat, sagte er zu einer syrophönizischen Frau. Und als er seine Jünger während seines persönlichen Dienstes aussandte, gab er ihnen den Auftrag, Zitat: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter. Ende Zitat. Erst als er von den Toten auferstanden war und da er eingesetzt ist zum Sohn Gottes in Kraft durch seinen Sieg über das Grab, wurde er als der Knabe offenbart, der geboren war, um alle Nationen zu hüten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, als er auferstanden und im Begriff war, in die Höhe aufzufahren, Zitat: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Ende Zitat. Auf diese herrliche Geburt aus dem Grab und auf die Geburtswehen seiner Gemeinde, die ihr vorausgingen, spielte unser Herr selbst in der Nacht, bevor er verraten wurde, deutlich an. Zitat: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen.
Ende Zitat aus dem 16. Kapitel von Johannes, Verse 20 bis 22. Hier wird die Trauer der Apostel und natürlich der ganzen wahren Gemeinde, die mit ihnen in der Stunde und unter der Macht der Finsternis mitfühlten, mit den Wehen einer gebärenden Frau verglichen und ihre Freude, wenn sie der Heiland nach seiner Auferstehung wiedersehen wird, mit der Freude einer Mutter, nachdem sie ihren Knaben unversehrt entbunden hat. Kann es dann einen Zweifel daran geben, was das vor uns stehende Symbol bedeutet, wenn von der Frau gesagt wird, dass sie qualvolle Schmerzen hatte, als sie einen Knaben gebar, der alle Nationen hüten soll, und wenn es heißt, dass dieser Knabe entrückt wurde und zu Gott, zu seinem Thron? Sie konnte nicht deutlicher beschrieben werden als durch sie. Also, die Schlange. Ja? Ich muss ja vielleicht eben nochmal den letzten Satz nochmal lesen, bevor ich hier weitergehe, weil die Fußnote ist jetzt vorbei. Konnte die Macht des heidnischen kaiserlichen Roms, jener Macht, die zuerst die Gemeinde Christi verfolgte, die durch ihre Soldaten um das Grab des Sohnes Gottes selbst stand, um ihn zu verschlingen, wenn es möglich gewesen wäre, als er als der Erstgeborene von den Toten aufgebahrt werden sollte, um alle Völker zu weiden, durch eine feurige Schlange dargestellt worden sein? Sie konnte nicht deutlicher beschrieben werden als durch sie. Unter den zahlreichen Herren und Göttern, die in der kaiserlichen Stadt verehrt wurden, waren die zwei großen Gegenstände der Verehrung das ewige Feuer, das ständig im Tempel der Vesta am Brennen gehalten wurde, und die heilige epidaurische Schlange. Im heidnischen Rom waren die Feuer- und die Schlangenanbetung manchmal getrennt, manchmal miteinander verbunden. Jedenfalls nahmen beide eine Vorrangstellung in der römischen Wertschätzung ein. Das Feuer der Vesta wurde als einer der großen Schutzmechanismen des Reichs betrachtet. Es wurde behauptet, dass es durch Aeneas aus Troja gebracht wurde, dessen Obhut es durch den Geist Hektors anvertraut worden war. Und es wurde mit der eifersüchtigsten Fürsorge von den vestalischen Jungfrauen gehütet, die für ihre Verantwortung dafür mit den höchsten Ehren ausgezeichnet wurden. Der Tempel, in dem es aufbewahrt wurde, sagt Augustinus, Zitat, war der heiligste und am meisten verehrte aller Tempel Roms. Ende Zitat. Der Tempel, in dem es aufbewahrt wurde, sagt Augustinus, Zitat, war der heiligste und am meisten verehrte aller Tempel Roms. Das Feuer, das in diesem Tempel so eifersüchtig gehütet wurde und von dem, wie man glaubte, so viel abhing, wurde in genau der gleichen Weise betrachtet wie von all den alten babylonischen Feueranbetern. Man sah es als Reiniger an. Und jedes Jahr im April ließ man anlässlich der Palilien, dem Fest der Pales, sowohl Menschen als auch Vieh zu diesem Zweck durch das Feuer gehen. Nun, das Fest der Pales, was ist das denn? Ich habe das dann mal nachgeschaut. Pales ist in der römischen Mythologie eine Gottheit der Hirten. Darüber könnt ihr mehr erfahren in dem Wikipedia-Link, den ich euch hiermit beitue. Und eine Quelle, die Alexander hier anführt, ist jedoch sicher noch vertrauenswürdiger als Wikipedia. De Civitate, das ist ein Buch, und das könntet ihr finden in der Fußnote 873 in diesem Buch. Also, man sah es als Reiniger an, und jedes Jahr im April ließ man anlässlich der Palilien, dem Fest der Pales, sowohl Menschen als auch Vieh zu diesem Zweck durchs Feuer gehen. Die epidaurische Schlange, die die Römer zusammen mit dem Feuer verehrten, betrachtete man als die göttliche Stellvertreterin des Äskulap, des Kindes der Sonne. Äskulap, den die heilige Schlange darstellte, war offensichtlich nur ein anderer Name für den großen babylonischen Gott. Sein Schicksal war exakt das gleiche wie das des Phaeton. Es wurde von ihm gesagt, dass er mit einem Blitzstrahl getötet wurde, weil er die Toten auferweckte. Es ist klar, dass dies nie in einem körperlichen Sinn der Fall gewesen sein konnte. Betrachtet man es aber in einem geistlichen Sinn, dann ist die Aussage die, dass man glaubte, dass er Menschen zu einem neuen Leben erweckte, die tot waren in Übertretungen und Sünden. Und genau das gab Phaeton vor zu tun, als er getötet wurde, weil er die Welt in Brand setzte.
Im babylonischen System gab es einen symbolischen Tod, durch den alle Eingeweihten gehen mussten, bevor sie das neue Leben empfingen, das zu der Erneuerung dazugehörte, und zwar um zu erklären, dass sie vom Tod zum Leben durchgedrungen waren. Wie das Gehen durchs Feuer sowohl eine Reinigung von Sünde als auch das Mittel der Erneuerung war, so wurde auch Phaethon getötet, weil er Tote auferweckte. Und wie Äskulap das Kind der Sonne war, so auch Phaethon. Die Geburt von Äskulap in der Sage geschah genau wie die des Bacchus. Seine Mutter wurde durch einen Blitz getötet und das Kind wurde vor dem Blitz gerettet, der sie tötete. Ebenso wurde Bacchus aus den Flammen gerissen, die seine Mutter verbrannten. Um die Beziehung zwischen ihnen zu symbolisieren, wurde der Kopf des Bildnisses von Äskulap im Allgemeinen mit Strahlen umgeben. Ja, das kennen wir ja, ne? Der Papst lässt so die Köpfe der angeblichen Bilder Christi umgeben. Die wahre Quelle dieser Strahlen ist jedoch all jenen offenkundig, die mit der Literatur oder der Kunst Roms vertraut sind. So sagt Vergil von Latinus, Zitat: Und nun, im Prunk, erscheinen die friedlichen Könige. Vier Rosse tragen den Wagen des Latinus. 12 goldene Strahlen tänzeln um seine Schläfen, um seine Abstammung vom Gott des Tageslichts zu kennzeichnen. Ende Zitat. Das ist ja wohl deutlich, dass diese Halo, diese Kreise um die Köpfe der sogenannten Heiligen und alles, nichts anderes sind als Symbole für die Sonne. Baalsanbetung, Sonnenanbetung, die Schöpfung vor den Schöpfer stellen. Die goldenen Strahlen um den Kopf des Äskulap hatten die gleiche Intention, nämlich ihn als das Kind der Sonne oder als Inkarnation der Sonne zu kennzeichnen. Die goldenen Strahlen um den Kopf von sogenannten Christusbildern und Statuen sollten den Heiden zeigen, dass sie sie als Statuen ihrer bekannten Gottheiten sicher anbeten konnten, wenn sie auch einen anderen Namen trugen. Nun war Äskulap in seiner Zeit tödlicher Pestilenz von Epidaurus nach Rom eingeladen worden. Der Gott betrat in Gestalt einer größeren Schlange das Schiff, das gesandt war, um ihn nach Rom zu befördern, und wurde feierlich zum Schutzgott der Römer geweiht, nachdem er sicher im Tiber angekommen war. Von dieser Zeit an wurde die Verehrung der epidaurischen Schlange, der Schlange, die die fleischgewordene Sonnengottheit verkörperte, oder mit anderen Worten die Feuerschlange, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich fast allgemein üblich. In nahezu jedem Haus traf man auf die heilige Schlange, die von einer harmlosen Art war. Diese Schlangen schmiegten sich an die Hausaltäre, sagt der Autor von Pompeji, und kamen hervor wie Hunde oder Katzen, um von den Besuchern getätschelt zu werden und um etwas Nahrung zu betteln. Ja, bei Tisch, wenn wir auf einen ruhigen Gedankenaustausch hofften, krochen sie um die Tassen der Gäste herum, und bei heißem Wetter verwendeten die Damen sie als lebende Boas und legten sie zur Kühlung um ihren Hals. Diese heiligen Tiere führten Krieg gegen die Ratten und Mäuse und bezähmten so eine Art von Ungeziefer. Aber da sie ein bezauberndes Leben führten und niemand mit Gewalt Hand an sie legte, vermehrten sie sich so schnell, dass sie wie die Affen von Benares eine unerträgliche Plage wurden. Die häufigen Feuer in Rom waren das Einzige, was sie unter Kontrolle hält. Beenden wir hier das Zitat des Autors von Pompeji. In dem abgebildeten und hier ins Video eingeblendeten Holzschnitt, Abbildung 53, ist eine Darstellung von römischer Feuer- und Schlangenverehrung zu sehen, zugleich getrennt und miteinander verbunden. An dieser Stelle kann nicht näher darauf eingegangen werden, warum der Gott doppelt dargestellt ist. Es ist jedoch durch die bereits zitierten Worte Vergils gewiss klar ersichtlich, dass die Gestalten in der oberen Hälfte, deren Köpfe ja mit Strahlen umgeben sind, den Feuergott oder die Sonnengottheit darstellen, und besonders beachtenswert ist, dass diese Feuergötter schwarz sind. Alle Gesichter in seinem, also Matsuis Holzschnitt, sind ziemlich schwarz. In Indien wird der kindliche Krishna, nachdrücklich der schwarze Gott, in den Armen der Göttin Devaki mit dem wolligen Haar und den markanten Zügen der schwarzen bzw. afrikanischen Rasse dargestellt,
Und das können wir so sehen in der Abbildung 54, die ich dann hier gleich in das Video einblenden werde. Diese Farbe, also schwarz, stellt sie mit dem äthiopischen oder schwarzen Phaeton gleich. Wie der Autor von Pompeji selbst angibt, werden dieselben schwarzen Feuergötter gleichzeitig in der unteren Hälfte durch zwei Riesenschlangen dargestellt. Wenn nun diese Anbetung der heiligen Schlange der Sonne, des großen Feuergotts, so allgemein in Rom üblich war, welches Symbol konnte die abgöttische Macht des heidnischen kaiserlichen Roms bildhafter darstellen als die große feurige Schlange? Dass die kaiserliche Fahne selbst, die Fahne des Kaisers von Rom als Pontifex Maximus, das Haupt des großen Systems der Feuer- und Schlangenanbetung, eine auf einer hohen Stange getragenen Schlange, von einer solchen Farbe war, dass sie als anerkanntes Symbol der Feueranbetung zur Schau gestellt wurde, sollte ganz gewiss das Gleiche zum Ausdruck bringen. Als die Christenheit sich im Römischen Reich verbreitete, kam es zu einem Zusammenprall der Mächte von Licht und Finsternis, wie wir lesen können in Offenbarung, Kapitel 12, Verse 7 bis 9. Zitat: Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht, und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Ende Zitat. Die große Feuerschlange wurde hinausgeworfen, als durch das Dekret von Gratian das Heidentum im Römischen Reich abgeschafft wurde. Als die Feuer der Vesta ausgelöscht und die Einnahmen der vestalischen Jungfrauen beschlagnahmt wurden, als der römische Kaiser durch Gewissenszwang sein eigenes Amt abschaffte, wenngleich mehr als 1,5 Jahrhunderte lang ein Bekenner des Christentums, war er der Pontifex Maximus gewesen, das Haupt des Götzendienstes Roms, und als solcher war er zu hohen Anlässen mit allen abgöttischen Insignien des Heidentums aufgetreten. Während Nimrod persönlich und buchstäblich durch das Schwert getötet wurde, überwand Sem das System der Feuerverehrung durch das Schwert des Geistes, wodurch er die Herzen der Menschen unterwarf, so dass es eine Zeit lang völlig ausgelöscht war. Ebenso empfing der Feuerdrache im Römischen Reich durch das Schwert eine tödliche Wunde, nämlich durch das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, das Schwert, mit dem wir Christen kämpfen müssen. So besteht hier eine exakte Analogie zwischen Typus und Antitypus. Doch es gibt nicht nur diese Analogie. Wenn man die Berichte der Geschichte gründlich untersucht, das sollte man immer, stellt sich heraus, dass zu der Zeit, als das Haupt des heidnischen Götzendienstes Roms mit dem Erlöschen des Amtes des Pontifex Maximus durch das Schwert erschlagen wurde, der letzte römische Pontifex Maximus, der tatsächliche, rechtmäßige und alleinige Stellvertreter Nimrods und seines damals bestehenden abgöttischen Systems war. Damit dies deutlich wird, ist es nötig, einen kurzen Blick auf die römische Geschichte zu werfen. Genau wie die ganze Welt hatte Rom zu einer sehr frühen vorgeschichtlichen Zeit einen kräftigen Schluck aus Babylons goldenem Becher genommen. Doch vor allen anderen Nationen hatte es eine Verbindung zum Götzendienst Babylons gehabt, die es in eine besondere und einzigartige Stellung hob. Lange vor den Tagen des Romulus hatte ein Stellvertreter des babylonischen Messias, der seinen Namen trug, seinen Tempel als Gott und seinen Palast als König auf einer jener Höhen errichtet, die sich innerhalb der Mauern der Stadt befanden, die Remus und sein Bruder einst gründen sollten. Auf dem Kapitolinus-Hügel, in späterer Zeit so berühmt als die große Hochburg der römischen Götterverehrung, war in den Tagen der dunklen und fernen Antike Saturnia errichtet worden, die Stadt Saturns, des großen chaldäischen Gottes. Dann fand ein Umsturz statt. Die Schnitzbilder Babylons waren abgeschafft, das Aufstellen jeglicher Götzen streng verboten worden.
Plutarch sagt, dass Numa das Anfertigen von Statuen verbot, dass 170 Jahre lang nach der Gründung Roms in römischen Tempeln keine Bildnisse erlaubt waren. Und als die Gründerzwillinge der jetzt weltberühmten Stadt ihre bescheidenen Mauern errichteten, waren die Stadt und der Palast des babylonischen Vorgängers lange Zeit in Trümmern gelegen. Auf den heruntergekommenen Zustand dieser heiligen Stadt selbst zu der weit zurückliegenden Zeit Evanders spielt Vergil an. Er bezieht sich auf die Zeit, als Aeneas diesen alten italischen König besucht haben soll und sagt, Zitat, sah dann zwei Haufen von Trümmern, eins standen sie, zwei erhabene Städte auf jeder Seite des Stromes, Saturnia und Janiculas Überreste, und jeder Ort behält den Namen des Gründers bei. Ende Zitat. Jedoch sollte die dem chaldäischen System so beigefügte Wunde heilen. Eine Siedlung von Etruskern, dem chaldäischen Götzendienst ernsthaft zugetan, war ausgewandert, einige sagen aus Kleinasien, andere aus Griechenland, und hatte sich in der unmittelbaren Nachbarschaft Roms niedergelassen. Schließlich wurden sie in den römischen Staat eingegliedert, doch lange bevor diese politische Vereinigung stattfand, übten sie den mächtigsten Einfluss auf die Religion der Römer aus. Von Anfang an ließ ihre Fertigkeit in der Zeichendeuterei, Wahrsagerei und jeder Wissenschaft, ob wirklich oder vorgeblich, da sollte man auch mal an unsere Wissenschaft heute denken, ob das wirkliche Wissenschaft ist oder vorgebliche Wissenschaft. Ja? Durch ihre Zauberei betrügt sie jeden. Die Wissenschaft von heute ist keine auf der Bibel basierte Wissenschaft. Das sage ich da noch mal bei. Aber da gehe ich jetzt wirklich nicht tiefer drauf ein. Ja? Aber von Anfang an ließ ihre Fertigkeit in der Zeichendeuterei, Wahrsagerei und jeder Wissenschaft, ob wirklich oder vorgeblich, die Auguren oder Wahrsager monopolisierten, die Römer zu ihnen mit Respekt aufblicken. Allseits wird zugegeben, dass die Römer ihr Wissen in der Zeichendeuterei, die eine so bedeutende Stellung in jedem öffentlichen Geschäft innehatte, in das sie verwickelt waren, hauptsächlich von den Tuskern übernommen hatten, das heißt dem Volk Etruriens. Und zunächst war es außer den Eingeborenen dieses Landes niemandem erlaubt, das Amt eines Haruspex auszuüben, das alle Riten betraf, die im Wesentlichen mit Opfern zu tun hatten. Kriege und Auseinandersetzungen kamen zwischen Rom und den Etruskern auf. Und doch wurden die edelsten der vornehmen jungen Männer Roms nach Etrurien gesandt, um in der heiligen Wissenschaft unterwiesen zu werden, die dort blühte. Die Folge war, dass die Römer unter dem Einfluss von Männern, deren Gemüter durch die geformt wurden, die an der alten Götzenverehrung festhielten, wieder zu einem Großteil jenes Götzendienstes zurückgeführt wurden, den sie früher abgewiesen und verworfen hatten. Obwohl sich daher Numa durch die Errichtung seines religiösen Systems insoweit dem vorherrschenden Denken seiner Tage unterwarf und die Bilderverehrung verbot, wurden doch infolge des Bündnisses zwischen Rom und Etrurien in heiligen Angelegenheiten die Dinge für den schließlich stattfindenden Umsturz dieses Verbots vorbereitet. Das Priesterkollegium, das er gegründet hatte, wurde im Lauf der Zeit zu einem im Wesentlichen etruskischen Kollegium, und der oberste Priester, der diesem Kollegium vorstand und alle öffentlichen und privaten religiösen Riten des römischen Volkes in jeder wichtigen Hinsicht überwachte, wurde in Geist und Praxis ein etruskischer Priester. Dennoch war der oberste Priester Roms, selbst nachdem der etruskische Götzendienst vom römischen System übernommen worden war, nur ein Ableger des großen ursprünglichen babylonischen Systems. Er war ein hingebungsvoller Verehrer des babylonischen Gottes, doch war er nicht der rechtmäßige Stellvertreter dieses Gottes. Der wahre rechtmäßige babylonische Priester hatte seinen Sitz jenseits der Grenzen des römischen Reiches. Dieser Sitz befand sich nach dem Tode Belsasars und der Vertreibung der chaldäischen Priesterschaft aus Babylon durch die medopersischen Könige in Pergamon, wo später eine der sieben Gemeinden Asiens war. Dort war infolgedessen jahrhundertelang der Thron Satans, wie wir in Offenbarung Kapitel 2, Vers 13 lesen, Zitat,
Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da, wo der Thron Satans ist, und dass du festhältst an meinem Namen und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Ende Zitat. Dort war unter der Obhut der vergotteten Könige von Pergamon sein bevorzugter Aufenthaltsort, und dort wurde die Verehrung von Äskulap in Gestalt der Schlange mit wahnsinnigen Orgien und Ausschweifungen gefeiert, die andernorts einer gewissen Einschränkung unterlagen. Nun, die Könige von Pergamon, in deren Gebiet die chaldäischen Zauberer Asyl fanden, wurden offensichtlich durch sie und die Allgemeinheit des Heidentums, die mit ihnen sympathisierte, an die leere Stelle gesetzt, die zuvor Belsasar und seine Vorgänger besetzt hatten. Sie wurden als die Stellvertreter des alten babylonischen Gottes begrüßt. Dies geht aus den Aussagen von Pausanias hervor. Zunächst zitiert er folgende Worte aus dem Orakel einer Prophetin namens Phaennes über die Gallier. Zitat: Doch die Gottheit wird noch ernsthafter die heimsuchen, die nahe dem Meer wohnen. Jedoch wird kurze Zeit darauf Jupiter ihnen einen Verteidiger senden, den geliebten Sohn eines von Jove genährten Stiers, der Zerstörung über alle Gallier bringen wird. Ende Zitat. Dann kommentiert er dies folgendermaßen. Zitat: Phaennes meint in diesem Orakel mit dem Sohn eines Stieres Attalus, den König von Pergamon, den das Orakel von Apollo Taurokeron nannte. Ende Zitat. Das heißt stierhörnig. Dieser durch den delphischen Gott verliehene Titel beweist, dass Attalos, in dessen Gebieten die Zauberer ihren Hauptsitz hatten, in der Eigenschaft des Bacchus, das des Hauptes der Zauberer, herrschte und anerkannt war. So wurde der leere Stuhl des Belsasar, also des letzten Königs aus Babylon, gefüllt und die zerbrochene Kette der chaldäischen Nachfolge wieder hergestellt. Nun, zunächst hatte der römische Priester keine unmittelbare Verbindung zu Pergamon und der Hierarchie dort. Doch im Lauf der Zeit wurde schließlich das Pontifikat Roms mit dem Pontifikat von Pergamon in Verbindung gebracht. Pergamon selbst wurde ein Teil bzw. eine Parzelle des römischen Reiches. Als der letzte König Attalus III. Bei seinem Tod im Jahre 133 vor Christus per Testament all seine Herrschaftsgebiete dem römischen Volk überließ. Einige Zeit lang, nachdem das Reich Pergamon mit den römischen Herrschaftsgebieten verschmolzen war, gab es niemanden, der öffentlich und überlegt damit beginnen konnte, Anspruch auf all die Würde zu erheben, die dem alten Titel der Könige von Pergamon eigen war. Die ursprünglichen Machtbefugnisse selbst der römischen Priester scheinen zu jener Zeit eingeschränkt gewesen zu sein. Doch als Julius Caesar, der vorher zum Pontifex Maximus gewählt worden war, als Kaiser auch der oberste bürgerliche Herrscher der Römer wurde, gingen auf ihn als das Haupt des römischen Staates und das Haupt der römischen Religion alle Machtbefugnisse und Funktionen des wahren rechtmäßigen babylonischen Priesters ganz und gar über. Und er befand sich in der Stellung, in der er diese Machtbefugnisse geltend machen konnte. Dann scheint er den Anspruch erhoben zu haben, dass die göttliche Würde des Attalos sowie das Königreich, das Attalos den Römern vermacht hatte, in ihm ihren Mittelpunkt hatten. Denn seine wohlbekannte Parole Venus Genetrix, die bedeutete, dass Venus die Mutter des julianischen Geschlechts war, zielte offensichtlich darauf ab, ihn zu dem Sohn der großen Göttin zu machen, als der auch der stierhörnige Attalos betrachtet worden war. Zu bestimmten Anlässen erschien er dann in Ausübung seines hohepriesterlichen Amtes natürlich in allem Prunk babylonischer Tracht, wie Belsasar selbst es gewohnt tat, in Kleidern von Purpur, mit dem Krummstab Nimrods in der Hand, und trug die Mitra Dagons und die Schlüssel von Janos und Kybele. Hier verweise ich auch gerne auf meine deutschsprachige Zusammenfassung von Herrscher des Bösen, Teil 8, American Graffiti,
wo in der Erklärung der Geschichte des amerikanischen Siegels auf die Geschichte Cäsars hier eingegangen wird, und das selbst noch ein wenig intensiver als in diesem Buch, da die Verbindung zum Aeneid von Vergil ebenfalls aufgeklärt wird, die Verbindung zu Novus Ordo Seclorum. Aber wir fahren noch eben in dem Buch fort, um das Kapitel des großen roten Drachens abzuschließen. So nahm diese Sache, wie bereits erwähnt, selbst unter sogenannten christlichen Kaisern ihren weiteren Lauf, die als Gewissensberuhigung einen Heiden als ihren Stellvertreter bei der Ausübung der direkteren abgöttischen Funktion des Pontifikats ernannten. Wobei dieser Stellvertreter jedoch in ihrem Namen und durch ihre Autorität handelte, bis zur Regierung des Gratian, der der Erste war, der sich weigerte, das abgöttische Pontifikalgewand gekleidet zu werden oder als Pontifex zu handeln, wie Gibbon aufzeigt. Nun, der Titel Pontifex Maximus wurde dann im Jahre 440 durch Papst Leo den Großen wieder aufgegriffen und ist bis heute der Titel jedes amtierenden Papstes. Mit dem Untergang des heidnischen Römischen Reiches 476 nach Christus und der Übernahme des Papstes der Funktion auch des Kaisers in 538 begann dann das dunkle Zeitalter, die prophezeiten 1260 Jahre, unangefochtene Regierung des Antichristen bis zur tödlich erscheinenden Wunde aus der Offenbarung 13. Und ich sage das hier so deutlich, dass ihr das bitte behaltet, weil Alexander Hislop hat ein anderes Verständnis der Geschichte, wie wir im weiteren Verlauf des Lesens dieses Buches noch sehen werden. Jedoch aus alledem, was wir bis jetzt hier gelesen haben, geht deutlich hervor, dass die Abschaffung des Heidentums im Römischen Reich, die Unterdrückung des Amtes des Pontifex Maximus und die Vertreibung aller Würdenträger des Heidentums aus ihren einflussreichen und mächtigen Stellungen, die sie in gewissem Maße immer noch beibehalten durften, nicht nur das Herauswerfen des feurigen Drachen Roms, sondern auch des feurigen Drachens Babylons war. Es bedeutete eigentlich, dass in einem symbolischen Sinne an dem wahren und alleinigen rechtmäßigen Nachfolger Nimrods das vollzogen wurde, was auch an ihm selbst vollzogen worden war, als das Ausmaß seines Sturzes Anlass für den Ausruf gab: Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn der Morgenröte? Und hiermit endet der erste Teil des siebten Kapitels, der große rote Drache. Wie bist du vom Himmel gefallen, o Luzifer, Sohn der Morgenröte? Eine hundertprozentige korrekte Übersetzung aus der König James. Und wir hatten da ja schon im letzten Teil, glaube ich, drüber gesprochen. Die falsche Übersetzung der deutschen Bibeln, die den Morgenstern einerseits Luzifer und andererseits Jesus Christus nennen. Das kann keine wahre Lehre sein. Nächstes Mal fahren wir fort mit Das Tier aus dem Meer, Abschnitt 2 des siebten Kapitels. Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gott möge euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Jörg von Joggler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.